Jane beispielsweise. Von absolut überhaupt. Der, es ist auch so witzig einfach. Boah, ich habe mich so verliebt. Und Hydranten. Die Hydranten. Vergiss die Hydranten nicht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz tollen und neuen Gesprächspartner an meiner Seite, weil wir haben ein neues wunderbares Projekt gestartet. It's Me, Jackie D ist jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Also ich finde es sehr geil, dass wir das jetzt durchziehen und ich freue mich auf jeden Fall auf einen sehr, sehr entspannten und coolen Podcast mit dir. Auf jeden Fall, wir beide sind die TCG-Dudes und wir werden euch regelmäßig mit coolen Content versorgen. Ein Part kommt immer bei mir, den anderen Part findet ihr dann bei It's Me, Jackie D auf dem Kanal und wir werden euch in Bezug auf Yu-Gi-Oh! Und das Pokémon-TCG rundum versorgen mit witzigen Ideen, aber natürlich der Fokus liegt auch auf dem Yu-Gi-Oh! TCG, also keine Sorge, nicht hier gleich abspringen. Und von daher würde ich sagen, legen wir heute los. Magst du mal vorstellen, worum geht's denn heute? Also wir haben heute ein Thema, was euch, glaube ich, alle interessiert. Und zwar geht's um das Thema Reprints. Wir hatten schon ganz, ganz viele Ideen. Ich glaube, das Erste, was wir so anschneiden können, ist auch der Unterschied zwischen dem Yu-Gi-Oh! TCG und dem Yu-Gi-Oh! OCG. Das wäre vielleicht ein ganz cooler Anfang. Wie siehst du das? Da gibt es einen riesen Unterschied. Ja, schon komplett. Also ich glaube, ein Thema, beziehungsweise eine Sache, die dieses Thema so ins Rollen gebracht hat, es gab ja jetzt viele, die auch ein Video dazu gemacht haben, wie beispielsweise Basi, wo wir ja auch im Stream drauf reagiert haben. Und wo auch Tim schon drauf reagiert hat und wo wir dann so ein bisschen auch in Diskussionen gekommen sind, ist Yu-Gi-Oh! Wirklich so teuer? Beispielsweise eben durch SP Little Knight jetzt gerade eine unglaublich insane Karte, die aber arschteuer ist. Aktueller Stand ist, glaube ich, 97 Euro für eine Kopie. Also das ist absolut insane. Oder die Diabelster-Sachen, die ja einfach die durch die Decke gehen. Und um OCG, glaube ich, nur Rare-Karten sind. Mal so ganz nebenbei. Das ist so geil. Es ist auch so witzig einfach. Es ist so witzig. Ist so wild. So, ja, das OCG so hat ja eh so eine Print-Sache, dass sie halt Sachen in High-Rare printen und in Low-Rare im gleichen Set. Und es, sag ich mal, doch durchaus relativ spielerfreundlich ist. Und zusätzlich gibt es ja auch noch Reprints. Das ist so gute Reprints. Ja, ja. Und dann noch Altarts und all so ein Kram, wovon wir ja eigentlich nur träumen dürfen. Und deswegen hat das OCG da eigentlich schon relativ geile Policy, die wir uns hier mit TCG, glaube ich, auch sehr wünschen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich kann mein Metadeck einfach in total günstig spielen oder aber in teuer, weil nur das lockt ja auch neue Spieler an, die einfach sagen, okay, ich muss jetzt keine 500, 600 Euro für mein Metadeck ausgeben, sondern ich hole mir jetzt einfach alles in Rare und kann trotzdem vorne mitspielen. Meine, wie spielerfreundlich ist das denn bitte? Ich meine, spielerfreundlicher geht es ja schon fast gar nicht mehr, ne? Das ist schon sehr geil. Es ist einfach ein Unterschied, ne? Also es ist schon cool. Wir haben jetzt auch so einen ersten Eindruck gekriegt, wie sich das OCG so ein bisschen fühlt durch die Rarity Collection. Ja, total. Das hat Spaß gemacht, das Produkt aufzumachen. Das ist so gut. Es ist so eine geile Sache. Das vor allem, ist so gut. Wenn ihr Glitzer haben wollt, so dann kauft euch den teuren Scheiß. Und wenn ihr einfach nur die Karten braucht, so dann holt euch die Supers für 2 Euro irgendwie für eine super geile Karte. Es ist insane, was die Rarity Collection mit den Preisen gemacht hat. Vor allem, also so ein normaler Secret Topf hat so viel gekostet wie jetzt die Quarter Century. Das ist ja so eine Pseudo-Starlight. Das ist insane, Alter. Überleg mal, du kannst für 50 Euro kannst du locker 3 Prosperity, 3 Doublets, 3 Talents, 3 Lightning Storms holen. Du hast quasi alle Meta-Staples für um die 50 Euro, vielleicht 60. Aber allein für den Preis kriegst du alle Staples, die du früher, also da hättest du wahrscheinlich mindestens 300 bezahlt. Wenn das mal reicht. Hättest du einen Topf für gekriegt. Ja, gefühlt schon. So, und das ist so krass, dass du einfach, also du kriegst so viel dafür. Und ich liebe dieses Produkt. Und du kannst ja selbst aussehen, kaufe ich das ein Super Rare oder hole ich mir die Ultra Rare oder gönne ich mir die Secret Rare. Man muss dazu sagen, fairerweise, die Secret Rare ist oftmals nicht sehr viel teurer als die Super Rare. Das heißt, das Upgrade sind vielleicht maximal 1-2 Euro. Bei manchen Karten unterscheidet sich das noch, aber in den
in den meisten Fällen ist die Secret Rare nicht wirklich viel teurer als die Super Rare. Das heißt, ja, du kannst richtig geil, ja, richtig günstig upgraden. Also, das ist so ein geiles Produkt und ich wünsche mir so sehr, dass so ein Produkt also einfach weiterkommt, weil das hat dem Game so gut getan. Also wirklich. Dass es auch regelmäßig kommt, ja. Also das wäre unfassbar cool. Also das wäre sehr schön. Das Ding ist auch, warum ich das jetzt nochmal angesprochen habe. Das OCG hat diese Sets eigentlich jedes Jahr. Ich glaube, seit 4-5 Jahren kommen diese Sets in regelmäßigen Abständen. Wenn nicht jedes Jahr, dann irgendwie alle 2 Jahre. Aber sie kommen auf jeden Fall sehr, sehr oft raus. Und also öfters als bei uns. Und dass wir jetzt so ein Set gekriegt haben, das war was vor einem halben Jahr für uns irgendwie noch unmöglich schien. Ja. Vor allem, als bei uns das Thema kam, ja, die Rarity Collection kommt zu uns, kam von uns gleich wieder, ja, aber da werden eh nicht alle guten Karten drin sein und die werden eh wieder shortprinten. Ich glaube, es wurde bestimmt auch irgendwie geshortprintet bei bestimmten Karten. Ich glaube, bei der Quarter Century Ash oder sowas hat man das mitgekriegt, ne? Genau, der Topf, genau, die Ash ist, also angeblich gibt es keine Shortprints, so, aber wenn dann die Händler mal befragt oder Händlerinformationen bekommen, dann wird schnell ersichtlich, dass Prosperity in Quarter, Ash in Quarter und angeblich Baroness de Fleur in Quarter vergleichsweise deutlich weniger gezogen worden sind als die restlichen Karten. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, also dadurch, dass es ein großes Set ist mit, ich glaube, 81 und in 7 unterschiedlichen Raritäten und du kriegst in jeder Box irgendwie 3 Quarter-Centuries, ja, musst du schon viel aufmachen, um verhältnismäßig gucken zu können, okay, was ziehe ich jetzt irgendwie wie oft, ne? Also, 583 Karten hat das Set, wenn ich mich richtig erinnere. Insgesamt. Also, ne, wenn man alle... Also mit den 7 Raritäten. Genau, wenn man alle Raritäten nimmt und alle zusammenpackt, haben wir 573 Karten, so, oder 583, irgendwie so um den Dreh. Und du kaufst, wenn du ein Case kaufst, hast du im Durchschnitt jede Karte einmal. Mit der Wahrscheinlichkeit, wenn du ein Case kaufst, kann es passieren, dass du noch nicht mal alle Karten einmal hast. Das kann passieren, weil es so ein großes Set quasi ist. Aber im Durchschnitt, wenn du ein Case kaufst, hast du jede Karte einmal drin. Tatsächlich. Aber da bekomme ich richtig Bock, ein Master Set zu bauen. Da brauchst du aber einen großen Binder. Ja, ja, ja. Aber man kann ja auch einfach mehrere nehmen. Stimmt. Ja, gut. Hier hast du Lust aufs Master Set. Hast du irgendwie so 5 Binder. Und letztens habe ich es aber tatsächlich bei einem gesehen, der hatte einen Binder nur mit den Quarter Centuries. Die waren, glaube ich, alle Ami. Oh, das sah ziemlich sexy aus. Oh, das muss so gut aussehen. Oh, das muss ja unfassbar gut aussehen. Also nächste Podcast-Folge über Ami-Karten, so ihr wisst auf Bescheid. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, aber um wieder zum Thema zurückzukommen, das OCG macht wirklich viel richtig. Wie du schon gesagt hast, sie machen Karten sowohl in Low Rare als auch in High Rare. Die SP Little Knight beispielsweise, ich glaube, die gab es in Japan auch in Secret und in Rare oder sowas. In Super Rare ist die, glaube ich. Also ich glaube, in Japan genau, ist sie Super Rare. Einfach die Karten, wie beispielsweise eine SP Little Knight, in unterschiedlichen Raritäten zu haben, wie gesagt, sowohl teuer als auch günstig, ist so geil, weil man einfach eben die Wahl hat zu gucken, okay, was möchte ich denn jetzt nehmen? Wenn man richtig auf Bling Bling steht, so kannst du das tun. Wenn du aber einfach nur die Karte brauchst, hast du auch die Option. Und wie wir vorhin jetzt auch schon gesagt haben, um da neue Leute ins Boot zu holen für das TCG, ist das schon ein bisschen, macht es das Ganze schon schmackhafter, wenn ich nicht 100 Euro für eine Karte ausgeben muss. Fall. Also, guck mal, also was ich zum Beispiel in Rescue Ace extrem liebe, bis auf den Hydranten, super billig. Wenn man den Hydranten relativ zeitnah gekauft hat, hat man den auch schon für 5 Euro bekommen. So, und der Rest, die meisten sind noch nicht mal Holo. Da hat man tatsächlich ein Deck bekommen, was relativ günstig. Dann kam aber SP Little Knight. SP Little Knight ist quasi, also fast ein besseres Match gibt es gar nicht. Und es gibt die Diabelze Engine. Das heißt, du spielst auch 2 SP Little Knight im Rescue Ace, musst du, weil du 1 für Going First baut, für den Going First baut und 1 für später. Das heißt, 2 sind absolut Pflicht, manche spielen sogar 3. Und allein das ist einfach so viel, dass du dafür ganze Decks kaufen kannst. Und dann hast du vielleicht erst 2 oder 3 Karten. Dann kommt noch deine Diabelze Engine dazu. Dann bist du schon ganz gut dabei. Und ja, der Rest ist dann noch Deck. Und in dem Deck-Core sind ja noch keine Non-Engine-Karten drin. Und auch kein restliches Extra-Deck. Und auch kein Zeit-Deck. Puh. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage,
für jemanden, der gerade anfängt und sagt, boah, ich habe mich so verliebt in Rescue, ich finde das so geil, Feuerwehrmänner und Feuer und es ist Hammer. Und Hydranten. Die Hydranten, vergiss die Hydranten nicht. Ich meine, das Spielprinzip von Rescue Ace, ich finde es super cool. Und dass du einfach mit einer Karte Set 5 gefühlt, also Set 4 machen kannst, mit dem Hydranten die Sachen aktivieren kannst und dann vollkommen ausrasten kannst. Es ist so witzig. Du generierst so viel Plus einfach. Es ist so geil. Das macht so viel Spaß. Und selbst wenn dein Gegner dein ganzes Feld bricht, sagst du einfach so, ja, na und? Ich spiele jetzt mit meinen Spelltraps weiter und baue dieses gleiche Board einfach nochmal. Und es ist so geil. Aber die Hürde, dieses Deck jetzt zu kaufen, ist so hoch, dass es eigentlich keinen Sinn mehr, weiß nicht. Also, das ist so, ne, wenn du sagst, so wie im OCG, okay, ich kaufe mir halt alles in Rare. Also, ich glaube, das wäre halt so viel cooler, weil dann so viel mehr Leute dann halt auch einfach sagen würden, ja komm, ich mach das jetzt einfach mal. Ich probiere mich jetzt einfach mal aus, Meta zu spielen. Ich verlasse mal meine kleine Casual-Bubble, geh mal rein ins Meta und teste einfach mal. Und ich glaube, Casual-Spieler, die sagen, ey, ich hab richtig Bock, Meta zu spielen. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da brauchst du einfach ein paar Leute um dich rum, die dich so ein bisschen mitziehen und sagen so, komm, wie sieht's aus? Ja, so ein schleichender Prozess. Ich glaube, dann funktioniert das. Es ist schon auch, es sind unterschiedliche Schritte, aber es sind schon auch meiner Meinung nach große Schritte zwischen Casual und Meta-Spielern. Ja, Riesenschritte. Du hast einerseits natürlich, wie du jetzt schon gesagt hast, so diese preisliche Spanne, wenn du wirklich ein Meta-Deck haben möchtest. Ne, du kannst auch Glück haben, dass du ein Casual-Deck hast, dann kommt eine Liste oder du kriegst irgendwie Support und dann steigen die Karten. Ja, Unchained. Kann auch sein, dass du dann als bestes Beispiel. Unchained beispielsweise. Von absoluten. Ja. Oder Lightspot. Von absoluten Rob-Deck Unchained zum Tier-1-Deck. Und das finde ich auch cool. Geil. Dass ein Unchained-Deck durch, ich glaube, 3 Common-Karten zum Tier-1-Deck wurde. Also es muss nicht immer teuer sein. Das ist schon geil. Es muss nicht immer. Ja. Vor allem, also es ist, wie gesagt, es liegt einerseits, wie gesagt, an dieser preislichen Spanne. Natürlich kann man dann eben mal Glück haben, dass ein Casual-Deck durch 3 Common-Karten einfach insane wird. Wie gesagt, Unchained, bestes Beispiel, Grüße gehen raus an DTV, auch hier nochmal. Aber es ist tatsächlich auch von der eigenen Einstellung abhängig, ob ich Casual-Spieler bin oder ob ich Meta-Spieler bin. Das heißt, es liegt nicht nur an dieser preislichen Spanne, sondern wenn ich wirklich Meta spielen möchte. In der Meta musst du sowohl dein Deck als auch die anderen Decks kennen. Also selbst wenn du ein super geiles Meta-Deck gekauft hast und keine Ahnung hast, wie man es spielt, dann spielst du scheiße. So, das ist leider, das ist leider offensichtlich die Realität. Und du musst dich mit so viel auseinandersetzen und so viel durchplanen und strategisch denken, dass, wie gesagt, der Preis eine Hürde sein kann, aber nicht nur der daran liegt, ob du Casual oder ob du tatsächlich Meta-Spieler bist. Stimmt. Das stimmt. Und an dem Punkt würde ich sagen, machen wir bei dir gleich weiter und dann können wir mal darüber reden, wie wir auch im Vergleich beispielsweise zum Pokémon-TCG, die machen nämlich ganz witzige Reprint-Strategien, ob das auch was wäre für den Yu-Gi-Oh!-Bereich und ob das vielleicht auch hilft, neue Spieler anzulocken. Und dann würde ich sagen, reden wir gleich bei dir weiter. Ne? Leute, schaut rein nach einer guten Idee. Zu It's Me, Jackie D. Und klickt einfach hier auf den Namen im Videotitel. Dann kommt ihr zu seinem Part. Und dann sehen wir uns gleich in seinem Video wieder.